Sekunde. Tada! So. Gut. Ja, ich würde sagen, vielleicht sind wir sie los, aber nee. Ja. Ja, dann wird die Aufnahme doch länger als geplant, verdammte Axt. Also ich spiele ja gerne, wie gesagt, es ist sehr spät und eigentlich wollte ich nicht so lange aufnehmen. Die Folge kommt dann wahrscheinlich nicht tagaktuell. Moment, ich muss mal wieder wechseln. Feines Knie, so. Der Führer hat uns hierher geführt und dafür danken wir. Er hat uns gezeigt, was war das? So, so viel dazu. Vielleicht doch etwas kürzer als gedacht. Muss mal schauen. Ich sag, normalerweise kommen die Folgen immer so 8.30 Uhr raus früh. Wenn ich es nicht schaffe, dann später. Oder es fällt auch mal was aus. Mir dann selber aber sehr leid, wenn das halt nach hinten losgeht und es halt ausfällt oder sehr spät kommt. Besser später als niemals. Also in dem Moment, ja, das hinkriege. Schneiden werde ich es heute nicht mehr. Das ist schon zu spät dafür. Ja, vielleicht noch zwei Folgen. Das könnte ja auch passen, wenn ich das so sehe. Das ist so schlimm. Ich zum Wochenende hin wahrscheinlich mal ein bisschen länger aufnehmen. Was war das? Wer ist da? Ich hab mich verschossen, tut mir leid. Sarana, lass die Scheiße. Oh, die nervt, ey. Bei den Low-Level-Dingern kommt sie ja zum Glück ganz gut klar, aber ich könnte einfach so ohne Probleme durchschleichen, ein Pfeil nach dem nächsten. Das ist so echt ein bisschen störend mit NPCs, dass die so halt, weißt du? Kann ich die eigentlich nach Hause schicken? Geht das? Was nun? So leicht werdet ihr mich nicht los. Dann halt nicht. So. Oh, mir fällt. Gut. War zu erwarten, dass das der Hebel macht. So. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Nee, ne? Ah! Aufgespießt.
Nö. Da ist noch Erz. Was ist das für welches? Gold. Na, das nehmen wir doch mit. Da. So. Mal schauen. Runter oder hoch? Das ist die große Preisfrage. Das sieht nach Hauptweg aus. Dann gehen wir hier unten mal gucken. Kleines Kästchen. Nur auf der einen Seite, ne? Ja. Oder vielleicht ist hier oben noch was. Mal gucken. Nee. Schade. Kann aber nicht überall was sein. So. Die ganzen Zwergenmechanismen sind auch ausgeknipst, ne? Also hier ist nichts weiter. Oder Gwemer vielmehr in dem Moment. Ist so drinnen mit Zwerge. Ich glaube, wir sollen da runter. Na, dann gehen wir mal hier mal gucken. Warum sieht das so nach Falle aus? Woher seid ihr gekommen? Aus der Wand sieht man doch. Aua. Wollte er sagen. Lass das mal da. Wie gesagt, wir haben so viel Kohle. Aktuell weiß ich nicht, wohin damit. Wir können das schmieden. Wir haben teilweise auch die Rüstung da. Obwohl, Panzerhandschuhe habe ich, glaube ich, nicht da. Moment. Ach, jetzt nehme ich es doch mit. Egal. Egal, was soll der Geiz? Der hat sich ganz schön runtergetraut, ne? Diese coolen Straßen hier so, so gülden. Wir hatten schon wirklich Talent, ne? Der schläft auch nur ein bisschen. Vielleicht können wir mit dem Depp mal noch mal reden. Mal gucken. Aber ich bezweifle das. Werkstatt. Ich dachte, wir sind durch. Nö. Okay, hier waren wir schon mal. Teils, teils. Moment.
Ich muss euch leider wecken, mein Bruder. Ich habe eine Anfrage von euch, Endor. Ihr, was gibt es? Er will, dass morgen noch mehr Fässer mit Götterblut an den Arcanex geliefert werden. Deshalb weckt ihr mich? Um Orchendors Anfrage kümmert sich schon jemand. Es tut mir leid, mein Bruder. Jetzt lasst mich schlafen. Meine Energie und meine Geduld lassen nach. Ja, mein Bruder, vergebt mir. Möge der Segen von Periite mit euch sein. Das war das. Das war der Segen Periites. Seht, hier ist so blauer Schimmer. Orchendor ist zum Aridrom gegangen. Er glaubt, dass einige der alten Dämonmechanismen ihm dabei helfen können, mit unseren verdorbenen Fürsten zu sprechen. Boah, denkbar. Kommt drauf an, was man sich so hinter die Binde haut, ne? Je nachdem, womit die sich berühren, sehen die das eine oder das andere. Hier ist nix. Die schlafen beide. Also, dank unserer Hilfe. Gerade ein bisschen verjagt. Au. Mann. Blind und taub. So eine fette Metallspinne geht neben ihr hoch. Ich hab doch was gehört. Bin mir sicher. Aha. Dann ist ja gut. Wenn du das sagst, Serana, dann wird das schon stimmen. So. Dann ist der obere Bereich. Ist der Ausgang, oder? Behaupte ich jetzt mal. Oder auch nicht. Voll die Brühe, ne? Ja, das scheint eine Abkürzung raus zu sein. Da waren wir vorhin. Oder nee? Vorab mal aufgeräumt. Ja. Wir gehen mal ganz kurz in eine Weberruine. Yay. Nur mal reingucken.
ganz kurz. Nee, kurz. Was? Das war nix, hast dich verhört. So. Überall wackelt Pudding in Grün, ne? Loot-technisch jetzt so, naja, Gold-technisch okay. Oberer Bereich. Kommt gut voran, aber die Dinger sind halt mal verdammt groß, also. Aber ich denke mal, das geht diesbezüglich. Lüsch zu erkunden. Schade. Gegner sollten eigentlich so weit weg sein. Da haben wir von der anderen Ecke aus für gesorgt. Wohnbereich. Ach, du bist bitte verarschend. Alter, wie viel, was denn noch? Nein. Ich weiß, dass ihr mich nicht hören könnt, Bruder. Es gefällt mir nicht, was aus uns geworden ist. Wir sind nun schon so lange hier und doch stehen wir mit leeren Händen da. Orchendo hat einen Ort versprochen, an dem wir willkommen und gut aufgehoben sein würden. Er versprach, dass Periite immer gegenwärtig sein würde, um uns in unserem Leiden Trost zu spenden. Vergib mir diese Worte, Bruder, aber ich habe Periites Gegenwart nicht gespürt. Lass mich dir dabei helfen. Diesen Ort verlassen. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Och, Serana. Das hätten wir geschafft. Schubst mich nicht durch die Gegend, ey. War eine coole Rüstung, ne? Das ist Elfenrüstung. Die sah so anders aus, aus der Entfernung. Holt. Wo ist denn der andere hin? Ne. Tja. Dann halt nicht. Wenn er nicht will, dann halt nicht. Aua. Biografie der Wolfskönigin, das leuchtet, das haben wir noch nicht. Redekunst verbessert. Das ist sehr schön. Alter Schwede. Oh. Also, nee. Da hoch, ne? Ich glaube, ja. Ja. Hier sind die anderen von vorhin. Genau, wir waren da oben und haben dann hier runtergeballert. Erinnert mich an die Gaslaterne aus Thief irgendwie. Oh, da ist noch jemand. Oh,
Oh, verdammt. Naja. Was soll's. So. Hat uns einen Sturz gebremst, hat uns auch gefangen. Ist er nicht lieb zu uns? Alter, die Röhren, ne? Oh. Krass. Also ich würde ja tatsächlich mal irgendwie ein Teil spielen, Elder Scrolls, wo die Dwemer noch da sind. Aber ich glaube, das wird es nicht geben. Das würde dieses Mysterium Dwemer irgendwie zunichte machen. Das ist ein großer Teil der Elder Scrolls Lore, die sind weg. Keiner weiß genau warum. Wäre mir aber ehrlich gesagt egal. Ich möchte da gerne mehr drüber wissen. Schade eigentlich, dass es irgendwie nicht mal so ein bisschen aufgedröselt wird. Aber der Todd Howard von Bethesda sagte schon, wir lassen das mal so. Viecher, ne? Boah. Boah, sind wir bald da? Boah, Alter, immer noch nicht. Frage ich mich gerade, bevor ich das mache, Habt ihr etwas gehört? Nein, ich habe nichts gehört. Manchmal, ne? So. Okay. Testen wir doch mal. Also richtig hoch geht's hier nicht, ne? Schade.